Habe ich jetzt eigentlich schon was? Habe ich eigentlich Inventar? Nee. Tab. Naja, ist ja auch egal. Komm, wir wollen jetzt hier wieder fix zum Auto. Falls ich das Auto jetzt wieder finde. Ja, guck mal, da ist das Auto. Ja, jetzt hör auf zu wackeln hier, Mensch. Sammelt's ein. Ja. Hier haben wir noch ein Foto. Können wir das jetzt eigentlich mit Tab aufrufen hier? Wie auch immer das hier funktioniert, ich weiß es nicht. Ich check das Inventarbuch eh nicht. Also sorry, dass ich gerade ein bisschen die Stimmung vermiese, aber jetzt wisst ihr, glaube ich, wieso ich dieses Spiel jetzt nicht so gerne mag. Weil ich habe nämlich auch eine Aufnahme gehabt, wo ich richtig ausgerastet bin, wie scheiße dieses Spiel doch ist. Und wie ungruselig die ganze Kacke hier doch ist. Also Atmosphäre macht das schon her, aber wenn man dann wirklich das Levelende passiert und dann auf einmal sieht, toll, man wird einfach so vom Slenderman gefasst, das ist schon echt leider scheiße. Also das Spiel macht echt von der Atmosphäre her schon richtig viel her. Das muss ich echt schon sagen. Aber so? Nein. Also das ist jetzt kein schönes Spiel. Ich gehe jetzt einfach mal hier lang. Hier bin ich bis jetzt noch gar nicht lang gelaufen. Ich entschuldige mich übrigens für ab und zu mal Nasenhochzieher. Meine Nase. Also ich bin jetzt momentan auch am Krankwerden. Vielleicht hört man das schon mal ein bisschen an meiner Stimme. Aber wie gesagt, da lasse ich mich auf jeden Fall nicht dran stören, dass ich jetzt irgendwie Aufnahmen deswegen beende. Ihr hört auch einen verrotzten, schwulen klingenden Steve. Ja, weil zum Beispiel, wenn ich jetzt da reinlaufen würde, ne? Dann würde ich das Slenderman einfach wieder packen. Das finde ich echt schade. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwie was falsch mache, aber das ist jetzt am Anfang so. Wenn ich da einfach nicht zum Auto hinlaufen würde, sondern einfach nach links laufen würde. Also es tut mir echt leid, dass ich mich über dieses Spiel aufrege, aber ich habe jetzt auch schon einer Abonnentin von mir gesagt, dass ich wirklich jetzt alle Momente ungeschnitten von diesem Spiel hier hochladen werde. Und ja, wie gesagt, ihr könnt es auf jeden Fall selber spielen, es ist alles kostenlos. Und Link findet ihr wie immer in der Videobeschreibung und so. Wie gesagt, ich find das wirklich echt schade. Das Spiel aus dem Spiel hätte so krass gutes Spiel werden können. Auch von der Atmosphäre her gefällt mir das richtig gut. Aber dass man dann halt so kleine Dinge halt auf einmal hat. Man wird auf einmal einfach so gefangen. Das ist echt doof. Man hat noch nicht mal die Chance wegzurennen. Ihr habt ja gesehen, ich bin weggerannt. Wie gesagt, ich laufe hier eigentlich die ganze Zeit und vermiese die Stimmung. Wirklich, es tut mir echt leid, aber ich kann bei dem Spiel echt nichts anderes machen. Es hat mir gerade schon wieder die Laune zum fünften, sechsten, siebten Mal verdorben. Ja, weil ich gefangen wurde, weil ich das Levelende passiert habe. Weil es gerade gruselig wurde. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas falsch mache. Aber naja. Ach, guck mal, Batterien. Batterien. Einsammeln. Findet man eigentlich hier irgendwie was zum Einsammeln? Nee. Puh, ja, wo soll ich lang gehen? In der Ferne sieht es immer so aus, als ob es da Treppen nach oben gehen würde. Ja, vielleicht schaffe ich es ja nochmal irgendwie hier eine ordentliche Runde hinzubekommen. Wie gesagt, diese Seiten oder was man hier auch immer einsammeln muss, die sind auch ziemlich schwer zu finden. Mal kurz. So. Aber die Cap wieder gerichtet hier. Also wie gesagt, sorry, dass ich jetzt gerade echt so doof kommentiere, aber ich glaube, ich bekomme hier keine richtig coole Aufnahme mehr hin bei diesem Spiel. Ich fand Slendermod schon kacke. Aber das hat wenigstens Spaß gemacht da. Und hier, ja, erstmal versaut es mir mit der ganzen Auflösung hier, obwohl ich einen guten PC habe. Also wirklich einen guten PC. Und ja. Du kriegst hier noch niemals gebacken, hier eine anständige Runde hinzubekommen. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich die ganze Zeit im Kreis laufe. Oder vielleicht liegt das doch einfach nur daran, dass ich auf Paranormal spiele. Das kann natürlich auch sein. Also ich denke mal wirklich, dass ich das jetzt so in ein paar Parts cutten werde. Und wenn ich jetzt gleich nochmal gefasst werden sollte, dann spiele ich das einfach mal auf Noob. Einfach mal gucken, was da passiert. Weil das ist ja nämlich auch hell und so. Oh, guck mal, da haben wir wieder einen Zaun. Diesmal einen längeren Zaun auf jeden Fall. Und auf Noob ist es wenigstens hell. Da kann ich euch aber wenigstens hier ein bisschen von der Landschaft her zeigen, was man hier auch noch so alles erkunden kann. Weil es das, was ich wirklich im Testing wieder halt gesehen habe, wo ich auf Noob gespielt habe, sah echt schön aus.
Nur im Dunkeln kann man sich hier echt nicht halt variieren, beziehungsweise irgendwie den richtigen Weg finden. Geschweige denn, man findet irgendwie Notes, damit die Musik auch endlich mal ein bisschen atmosphärischer wird, beziehungsweise gruseliger wird. Schade auf jeden Fall, wirklich schade. Oder ich bin einfach zu dumm, um dieses Spiel zu spielen, das kann es natürlich auch sein. Und ich finde hier einfach echt nichts. Wahrscheinlich ist es so, ne? Ich bin einfach zu dumm, um dieses Spiel zu spielen. Naja. Immerhin bin ich nicht so ausgerastet wie in der letzten Aufnahme. Das ist immerhin schon mal ganz cool. Da ging so ein kleiner Julian Block aus mir raus. Boah, habe ich das Spiel auch beleidigt, ne? Das ist echt krass gewesen. Was ist denn das da? So, da geht's wieder in den Wald rein. Aber ich möchte endlich... Ja. Ungruselige Sequenz hier. Mal so ein Bild rauschen. Ah, guck mal, da sind wir hier schon wieder. Okay. Ich laufe jetzt einfach mal hier lang. Also, naja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob hier noch viel was passiert, weil mir ist gerade echt wirklich langweilig. Und es tut mir echt leid, dass ich euch wirklich gerade so ein langweiliges Commentary hier biete, aber das Spiel bietet mir gerade nichts anderes. Die Map ist wirklich ziemlich groß und die hätten da wirklich viel draus machen können. Aber... ja, ihr seht doch, was hier ist. Hier ist einfach gar nichts. Ich laufe mich gerade aus. Hier ist echt verfickt doch mal nichts, ey. Und wenn ich in den Wald reinlaufe, habe ich wieder Schiss, dass ich wieder ins Levelende mit reinlaufe. Das ist echt beschissen, ganz im Ernst. Wirklich richtig beschissen ist dieses Spiel. Ja, komm, Lampe, geh aus. Geh aus! Geh aus, geh aus, geh aus, geh aus, geh aus, yo, yo, geh aus, yo, 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 ich bin Fresh D, oh yeah. Boah, das kann man mit der verschnupften Nase echt krass geil nachmachen. Muss ich ja echt schon sagen. Ach, guck mal, da geht's bergauf. Wie cool ist das denn? Endlich mal. Endlich mal eine andere... ja, sammle die scheiß Batterien ein, komm. Leuchte nicht mit der Lampe drauf, sondern geh hier hoch. Vielleicht sehe ich auch endlich mal eine neue Area hier. Eine neue Area. In Area 4. Oder was auch immer. Ich habe keinen Plan, was ich jetzt gerade laber. Bin ich denn gerade hier? Ich bin wohl in irgendeinem felsigen Gebiet hier unterwegs. Auf meiner Ranch. Der Colorborn Slendermandy Game und Ranch und so. Ja, auf meiner Ranch sind ganz viele Steine und bergig und so, ne? Ich habe jetzt hier nichts angepflanzt oder so. Es sind einfach nur Steine da. Ziemlich viele Steine. Wohin führt mich dieser Weg? Wahrscheinlich in irgendeine verfickte Höhle, wette ich mit euch. Vielleicht wird das ja doch noch spannend hier, meine lieben Mitmenschen, Freunde, Familienmitglieder, Onkels, Katzen, Meerschweinchen oder Ratten. Alter Vater, was ist denn hier? Was geht denn hier ab? What's going on here? Oh fuck, jetzt leckt das auch schon wieder. Also, dicker Minuspunkt wirklich. Ich weiß nicht, ob es an meiner Hardware liegt. Meine Hardware ist eigentlich im Verhältnismäßig dazu richtig gut. Aber immerhin, guck mal. Geil. Wirklich geil, danke. Immer darunter können wir nicht. Endlich! Schöne atmosphärische Musik. So muss das sein. Also es ist zwar immer noch die gleiche, aber es sind ein paar andere Effekte mit drin. Da! Das gefällt mir. Da hat das Spiel echt Pluspunkte bei mir gesammelt. Ganz im Ernst. Hallo Ernst. Den habe ich lange nicht mehr gebracht. Hier dieses Rauschen, das gefällt mir echt gut. Jetzt hier runter. Wieso leckt das gerade hier so? Wieso rauscht das Bild gerade so? Wieso rauscht das Bild gerade so? Okay, vielleicht wird das Spiel doch noch spannend.
Das würde mich auf jeden Fall wirklich fett freuen, meine lieben Mitmenschen hier. Diese komischen... Ich hoffe, ihr hört die auch wirklich. Die machen echt gerade was her. Ich verspüre gerade wieder leichte Gänsehaut. Geil. Auch wenn ich jetzt gerade einfach nur gerade auslaufe, aber... Fett. Dankeschön. Das ist sehr gut. Als ob sich der Slenderman irgendwo hin und her teleportiert. Gefällt mir. Ach, guck mal, Batterien. Batterien. Hallo? Nein. Nein. Hallo? Gut. Ist da eigentlich irgendwo... Ich denke mal, wenn dieser Ton kommt, dann ist der Slenderman irgendwo. Ah, das Doofe ist, wenn ich den Ton noch ein bisschen lauter stelle, dann sind auch diese Hintergrundgeräusche auch ziemlich laut. Und das möchte ich euch ehrlich gesagt nicht antun. Und man kann hier nämlich alles nur dem Master-Volume lauter stellen. Ist der Slenderman eigentlich jetzt irgendwo? Nö. Also ich glaube, der ist uns wirklich schon auf den Fersen. Und ich dachte gerade echt schon wieder, dass wir erwischt werden. Ja, ey, es ist zwar gerade doof, dass sich die Musik eigentlich die ganze Zeit wiederholt und ich habe echt keine Ahnung, wo ich hier die ganze Zeit hinlaufe. Weil ganz im Ernst. Also ich habe ja gerade fast, ja, ich hatte gerade fast ein bisschen Angst. Cool. Also es waren zwar jetzt nicht die richtig geilen, krassen Effekte hier, aber... Es war schon cool. Boah. Was denn? Hallo? Nein, Slenderman ist hier nirgendwo. Hallo, der Slenderman ist doch gar nicht nirgendwo hier. Wo ist denn der? Er ist hier doch nirgendwo, Mensch. Hallo. Ist okay. Fickter Hurensohn hier. Okay, das Spiel macht jetzt gerade echt schon ein bisschen was her, muss ich sagen. Auch wenn ich gerade wieder so ein bisschen rar kommentiere, aber das hätte ich jetzt echt nicht erwartet. Also muss ich es doch nicht im Noob-Modus spielen. Jetzt habt ihr doch mal so ein paar Schockeffekte hier. Finde ich ganz nice, ehrlich gesagt. Gefällt mir. Auch wenn das jetzt ein bisschen nervt, weil ich ihn nicht sehe. Aber... Also wie gesagt, der Ton ist schon echt laut gestellt. Wo ist denn der? Ja. Wieso wird denn das jetzt immer gleich? Ist er hier irgendwo? Also, okay, immer gleiche Schockmomente. Okay, das war beim ersten, zweiten, dritten Mal witzig, aber dass es jetzt jede 2 Minuten kommt? Bitte nicht, oder? Vor allem, der ist hier doch nirgendwo. Sonst hätte ich ihn doch schon gesehen. Ich habe Augen im Kopf, die gerade zwar ziemlich müde sind, aber... Wahrscheinlich bin ich deswegen auch so gerade... Ja, okay. Also das Spiel macht trotzdem gerade schon etwas her. Wir haben jetzt immerhin schon ein paar Pages eingesammelt hier. Und ich frage mich echt, wo ich jetzt gerade hinlaufe, ne? Sieht man denn auch den Slenderman mal irgendwo? Ich glaube echt, wenn ich zu lange stehen bleibe, dann kommt der näher. Da hat gerade was weiß aufgeblinkt. Ach nee, das war glaube ich nur die Laterne. Die geht jetzt sicherlich aus. Dort liegen Batterien. Also ich frage mich echt, wie das Slenderman hier aussieht. Also ich habe ja bis jetzt leider nur die Sequenzen gehabt, dass er mich gefangen hat. Leider, leider. Boah, ich denke mal, im Hintergrund steht irgendein Haus oder so, ey. Ich hasse diesen Nebel. Beziehungsweise diese scheiß Grafik, die mein PC jetzt leider abspielen muss hier. Boah, ich würde gerne was trinken, aber ich habe leider nichts da. Außer so eine Kanne. Egal, ich trinke es einfach aus der Kanne. Ich habe leider kein Glas da und meine Rockstar-Dinger sind leider leer. Richtig schade eigentlich. Ist er hier irgendwo? Slenderman, jetzt zeig dich doch mal, um die Atmosphäre ein bisschen aufzulockern. Ja,
Ja, weil langsam ist es doch schon wieder ein bisschen langweilig. Also gerade hat man so einen kleinen Höhepunkt gehabt. Aber jetzt ist es gerade echt schon wieder langweilig. Sorry. Die Laternen haben immer die gleiche Animation. Mach mal, pff, drück ihn wieder aus. Gut, dass ich hier keinen Letztest mache, ne? Das würde echt eine scheiß Bewertung bekommen bisher. Auch wenn es gerade wirklich wieder gruselig war. Das war es beim Slender-Mod ja auch teilweise. So ein paar Mal, aber... Hier ist gerade echt gar nichts. Worauf ich ja auch echt gespannt bin, ist Slender The Arrivals. Da muss ich ja schon echt sagen, dass ich mich da richtig krass drauf freue. Kommt ja 2013 irgendwann. Und ja, na, bisher ist das hier echt das weitläufigste und ja, langweiligste Slender ever. Sorry, aber ein paar Schreckmomente waren schon dabei und ich habe irgendwie das Gefühl, dass meine Taschenlampe langsam den Geist aufgibt, weil irgendwie... Ich habe da echt immer das Gefühl, dass der irgendein Haus steht und ich laufe einfach nur die ganze Zeit geradeaus. Ist er hier irgendwo? Nö. Ah, ja, schon wieder so eine Lampe. Lampe, Lampe, mach bzzz, komm, geh aus. Geh aus. Geh aus, du scheiß Viech hier. Kannst doch nicht springen hier, Mensch. Wow. Wow, ich hatte gerade einen kurzen Herzschlag, weil ich diesen scheiß Baumstamm gesehen habe. Sorry für dieses Nasenhochziehen, aber es musste jetzt gerade wieder sein. Hallo? Sorry, ich muss das gerade tun, weil ich ehrlich gesagt wissen möchte, wo der Slenderman ist. Ich kann ja auch nicht hier endlos die ganze Zeit nur im Kreis laufen und euch langweiliges Gameplay bieten. Ich möchte hier actionreiche Slender-Dinge haben. Und nicht so langweiliges Hin- und Hergelaufe. Kann ich ja gleich Minecraft spielen. Also ich spiele ja schon Minecraft, aber... Das Licht ausmachen, Tag auf Dunkel stellen und Minecraft spielen. Das ist genauso gruselig wie das hier gerade. Ist es wirklich? Ist es verdammt nochmal wirklich? Jetzt gerade schon. Nach einer Zeit wird es langatmig und langweilig. Ist wirklich so. Tut mir echt leid. Ich habe gerade echt noch Hoffnung da reingesteckt. Was passiert? Nichts. Ich gehe jetzt einfach mal in diesen Wald hier rein. Ist er da oder was? Ah, guck mal, da ist das Haus. Ja. Vielleicht steht er jetzt endlich mal im Haus und ich erschrecke mich endlich mal richtig. Ich schreie die ganze Bude zusammen hier. Wo ist er? Ah, guck mal, da ist er. Wir haben ihn zum ersten Mal gesehen. Yay! Ah, guck mal, da stand er nochmal. Wir haben ihn zum ersten Mal gesehen und er hat uns direkt gepackt. Was ist das denn für eine verfickte Scheiße hier? Mann! Ich will nicht so ein scheiß Gameplay haben. Also ganz ehrlich, Leute, ich habe jetzt echt keinen Bock mehr hier, dieses scheiß Spiel zu spielen, ey. Da sieht man den Slenderman einmal. Ich renn weg, dreh mich einmal um und der hat mich sofort. Was ist das denn, bitteschön? Klar, ich bin auf Paranormal, aber trotzdem. Ach, ganz im Ernst, ich habe keinen Bock mehr, ey. Das Spiel ist ganz im Ernst, also es hat sich wirklich gut angeschaut. Der Trailer war richtig geil, die Grafik war richtig geil. Dann kam leider dazu, hier, das kann ich euch einmal zeigen, ich muss es auf der niedrigsten Auflösung spielen. Ich kann es nicht auf der höchsten hier spielen, leider nicht, weil es total...